Ralf Stegner ist bei uns stellvertretender Parteivorsitzender, der gerne richtiger Parteivorsitzender würde. Erster, das besprechen wir dann nächste Woche. Vielleicht erstmal Ihre Einschätzung zu diesen beiden Ergebnissen in Sachsen und Brandenburg. Ja, man hat gesehen, dass es sich wirklich gelohnt hat, hart zu kämpfen in den letzten Wochen. Wir lagen ja ganz viel schlechter in den Prognosen, die es Wochen zuvor gegeben hat. Am Ende wollen die Menschen nicht sehen, dass die Rechtsradikalen die stärkste Kraft werden. Sie wollen stabile Regierung. Das hat Dietmar Woidke und der SPD in Brandenburg geholfen. Da wird es eine stabile Regierung unter SPD-Führung wohl geben. In Sachsen hat sich das zugunsten eher der CDU ausgewirkt. Auch dort gab es die Polarisierung. Martin Dulich hat da auch einen klasse Wahlkampf gemacht. Aber das war für uns viel, viel schwerer noch in Sachsen. Aber unterm Strich jedenfalls haben die AfD-Leute zwar zugelegt, aber sie haben nicht geschafft, stärkste Kraft zu werden. Das ist ein Erfolg für die demokratischen Parteien. Aber immerhin fast jeder Fünfte, wenn ich das mal so überschlägig und grob irgendwie rechnen darf, das ist trotzdem gleichzeitig sehr viel. Und in beiden Bundesländern hat die AfD ihr Ergebnis dramatisch verbessert, um es mal so zu formulieren. Wie ist das möglich? Ich glaube, das heißt, dass wir einiges auf dem Aufgabenzettel haben. Wir müssen uns kümmern um die Probleme der Menschen. Es wäre schöner gewesen, wir hätten das mit der Union, mit der Grundrente regeln können vor diesen Wahlen. Das wird jetzt hoffentlich vor der thüringischen Wahl passieren, denn die Rechtspopulisten machen ja mit solchen Themen, versuchen jedenfalls Profit rauszuschlagen, auch wenn sie selbst keine Antworten haben. Also solche Probleme lösen, Klartextkommunikation, deutliches Profil der SPD, das bleibt weiterhin wichtig und daran müssen wir arbeiten. Trotzdem muss ich sagen, bei allem Kümmernis darüber, dass sie so stark geworden sind, es stand zu befürchten, sie werden stärkste Kraft. Das haben sie nicht geschafft und das ist ein Erfolg der demokratischen Parteien, auch der SPD. Wir müssen zwingend noch mal nach Sachsen gucken. 2004 hatte die SPD schon mal 9,8, war da auch schon mal einstellig bei der Landtagswahl. Jetzt also wahrscheinlich unter 8, wie es aussieht. Die ersten Hochrechnungen sagen das ja auch schon. Das heißt, man hatte locker 15 Jahre Zeit, um auch bei der Infrastruktur möglicherweise was zu machen, sich Konzepte zu überlegen, wie man die SPD in Sachsen stärker machen kann. Warum ist es nicht gelungen? Nein, die SPD hat es wirklich besonders schwer dort. Sie ist eine kleine Partei in der Regierung. Es hat sich fast alles zwischen CDU und AfD abgespielt. Und sie hat vermutlich ja sogar Stimmen gewonnen in Sachsen. Wenn man die Wahlbeteiligung sich anguckt, darf man annehmen, dass die SPD sogar Stimmen zugelegt hat. Das nützt uns nichts. Die Zahl ist nicht schön, die gefällt mir überhaupt nicht, rede ich mir auch nicht schön. Aber ich glaube, man konnte nicht viel anderes machen. Das ist harte Aufbauarbeit weiterhin nötig. Sie dürfen nicht vergessen, es ist immer noch so, dass wir in den neuen Bundesländern Neugründungen gewesen sind. Da haben die anderen Parteien immer noch einen Vorteil, der noch ein, zwei Jahrzehnte möglicherweise anhält. Fairerweise muss man sagen, mit 16%, glaube ich, war das beste Ergebnis in Sachsen. Aber wenn Sie sagen, weiter Aufbauarbeit nötig, wie wird die denn jetzt aussehen konkret? Oder wie kann die aussehen, wenn man in so einer Situation ist wie die SPD in Sachsen? Ich glaube, darüber sprechen wir ja auch jetzt bei dem Verfahren, wo es um den neuen Parteivorsitz geht, was wir tun können, um die Partei zu stärken in den Bereichen, wo wir eben besondere regionale Schwierigkeiten haben. Aber ein klares Profil der Partei, eine bessere Kommunikation und die richtigen Themen, nämlich die, die Menschen wirklich besorgen. Das müssen wir in den Vordergrund drücken. Daran müssen wir hart arbeiten, alle miteinander. Das ist die gesamte Partei gefragt, nicht nur die sächsische. Das, was Sie eben angesprochen haben, hat auch Malu Dreyer angesprochen, eben in dem kurzen Statement hier, das wir gehört haben, hat unter anderem verwiesen auf den Solidaritätszuschlag und auf die Pläne für eine Vermögensteuer. Wie lange, und dass die Partei relativ geschlossen war, wie lange halten Sie das durch? Das halten wir total durch, denn lassen Sie uns nochmal Wahlkampf über die Frage führen, wollt ihr lieber eine Grundrente haben oder Steuergeschenke für die Superreichen? Das gucke ich mir an. Also die SPD ist dafür, eine Politik für die vielen zu machen, nicht für die wenigen. Und wir müssen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, dass die Menschen wissen, wofür wir stehen. Das ist ja das, was nötig ist in der Partei. Deswegen glaube ich, gibt es jetzt keine direkten Ableitungen. Wir sind ein bisschen erleichtert, dass es nicht ganz so schlimm gekommen ist, wie man befürchten musste. Aber Wahlkämpfen lohnt sich, das kann man sehen. Insofern ist eine Ermutigung heute vom Wahltag in Brandenburg und in Sachsen. Danke, Ralf Stegner. Wir gehen zurück nach Bonn.